willkommen. Es ist wieder Montag, Zeit für die Torgranate. Ja, Fliegen, das ist einfach geil. Äußere mich da jetzt mal lieber nicht. Setzen Euro auf Ehrenberg gegen Quadron, ich hätte es definitiv nicht gemacht. Ja, Christina, Talker Montag, herzlich willkommen. Erstes Thema heute ist natürlich das Derby Borussia gegen Lenarts 1-1. Ja, durch zwei Freistoßtore von zwei Ehemaligen, ne? Also Marcel Dregler und Leon Pomnitz. Colli, du warst vor Ort. Deine Analyse zum Spiel, wie fällt die aus? Ja, also erstmal war diese Freistoßtor-Geschichte ja sowas wie die Geschichte des Spiels, aber leider auch so ziemlich die einzige, weil ja, wirklich Derby stand zwar drauf auf dem Spiel, aber so wirklich drin war es nicht, weil dafür war einfach zu wenig Emotionen drin, zu wenige rasante Zweikämpfe, eigentlich all das, was man von so einem Derby erwartet. Ja, und Lenarts hat mich ein bisschen enttäuscht. Die haben sich, ja, meines Erachtens haben die zu wenig fürs Spiel gemacht. Borussia Fulda hat das für ihre Verhältnisse echt gut gemacht, gerade auch der aktuellen Situation geschuldet. Letztlich ist das Unentschieden total in Ordnung. Zwei schöne Tore gesehen, aber viel mehr haben die Zuschauer halt auch nicht gesehen. Ja. Also klar, dominante Lenarts haben wir nicht gesehen. Nein, im Gegensatz zu anderen Menschen auf diesem Planeten. Nein. Ja, ich hatte so den Eindruck, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das war so das Motto auf dem Platz. Eine gelbe Karte von Patrick Scharf. Ansonsten gebe ich da dem Colli völlig recht. Und das 1-1 war ein absolut gerechtes Unentschieden. Und ja, schade, also ein bisschen mehr Feuer darf schon drin sein. Also auf den Rängen waren immerhin zwei Banner. Die haben sich ein bisschen, da gab es ein bisschen was zu sehen und zu schmunzeln. Aber auf Platz, da war doch sehr trüge alles. Freuen wir uns aufs Rückspiel, wird vielleicht besser dann. Ja. Gibt aber eine sehr interessante Statistik. Die können wir an dieser Stelle mal gerne mal bearbeiten. Und zwar die Statistik der ersten und zweiten Halbzeit. Vielleicht könnt ihr euch denken, worauf ich hinaus will. Was denkt ihr denn, wer Tabellenführer nach der ersten Halbzeit ist in der Hessenliga? Borussia Fulda. Also Borussia Fulda hat wirklich die beste Bilanz der ersten 45 Minuten. Die hätten also, wenn nach 45 Minuten Schluss wäre, aktuell 30 Punkte. Ja, da wären sie alle zufrieden in die Hannesau. Was denkt ihr denn, wie viele Gegentore Borussia geschluckt hat in der ersten Halbzeit? Wenige. Eins. Wenige viele. Genau eins, am ersten Spieltag, 8. Minute, Tobias Bartel. Danach haben die in der ersten Standardsituation. Danach kein einziges Gegentor in der ersten Halbzeit mehr kassiert. Lenarts steht da relativ in der Mitte. Und was denkt ihr, wer der Tabellenführer der zweiten Halbzeit ist? Muss dann Lenarts sein. Das ist Lenarts, genau. Also Lenarts holt die ganzen Punkte in der zweiten Halbzeit und da ist Borussia total abgefallen, ist 13. Also deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass das so ein bisschen die Körner fehlen anscheinend. Oder wie seht ihr das? Gut, ja, es ist, ja, man hat immer so rausgehört, dass das Training teilweise auch ein bisschen lässig gewesen sei in den letzten Monaten. So zwischen den Zeilen. Ja, aber das ist ein klares Indiz, dass die Kondition fehlt. Und das ist ja auch schon das öfter mal jetzt gefallen, auch in den letzten Wochen. Auch schon unter Brendel, aber jetzt auch unter dem Henry. Ja. Da muss man wohl einiges aufholen. Gerade so die Spiele, man hat 1-0 gegen Gegner geführt, wo du das Spiel dann eigentlich klar gewinnen musst und dann kassierst du noch 1-1 wie gegen Velmar zum Beispiel. Ja, das darf einer Mannschaft wie Borussia Fulda nicht passieren. Was wir auch nie geschafft haben, das zweite Tor danach zu nehmen, dass wir, um dann mal Selbstvertrauen zu haben, das war das andere Problem dann noch in dieser ganzen Geschichte. Ja. Lass uns eine Klasse runtergehen. Hünfeld hat jetzt, glaube ich, zum 10. Mal hintereinander, Wenn sie 10 Mal gewinnen, dann gewinnen sie in Weidenhausen und in Willingen. Dann, sage ich gut ab. Also sage ich jetzt schon, aber dann sage ich dann jetzt bist du weg. Schön, dass du den Job von Herrn Götze gerade eingekriegt hast. Dann bist du weg. Also da läuft es wirklich gut. Bei euch läuft es auch super, ne? Das kann man ja immer noch sagen. Und der Tor da rausgehört. Nein, es läuft ja immer noch super, ist ja keine Frage. Ihr seid Aufsteiger, ihr seid Tabellenführer, also wenn es da irgendwas zu kritisieren gäbe. Jetzt habt ihr in Petersberg aber nur in Anführungszeichen 1-1 gespielt auf dem Kunstrasen. Und es gab vor allen Dingen eine packende Schlussphase. Also da habt ihr ein Tor nicht gekriegt, ne? Wegen Abseits in der Nachspielzeit. Vorher gab es einen Elfmeter für Petersberg, der zurückgenommen wurde. Du warst ja hautnah dabei, Max. Hand aufs Herz, ehrliche Einschätzung zu den Szenen am Schluss? Also für mich war es eine klare Schwalbe. Also du hast wirklich aus unserem Winkel genau gesehen, wie er den Kontakt sucht und der Rex zieht noch zurück und er fällt halt. Und da war wirklich ein halber Meter Platz dazwischen. Und ich sag so, und da sagte Jochen zum Schiri noch, boah, das war aber echt frech. Ne? Und sagt der Schiri, ja, und geht mal davon aus, gibt gelb und warten. Auf einmal zeigt er einen Punkt, das ist nicht euer Ernst. Ne? Und der Schiri, nee, er hat das klar gesehen, der geht jetzt hin, weil das aus unserem Winkel war es wirklich klar zu sehen. Die Petersberg haben es anders gesehen.
wenn es einen Videobeweis geben würde. Zum Glück gibt es den in der Verfassung. Ja. Nein, aber ich sag mal, es gibt immer Diskussionsstoffe. Aus meiner Situation war es eine klare Schwalbe. Und dann gab es natürlich noch Ärger, weil den Elfmeter reinschießt. Die unterhalten sich, der Schiedsrichter zeigt Richtung, unterbricht das Spiel, zeigt Richtung Mittelpunkt und pfeift, also das korrigiert die Entscheidung und der Kubi schießt dann einfach. Mhm. So. Okay. Und dann war natürlich richtig Ärger drin, weil das Ding war drin, ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass der schießt, weil für mich war es klar, weil man schießt ja und dann war es halt richtig los. Und dann, naja gut, dann der kleine Platz trägt dann sicherlich auch dazu bei, dass es immer hitziger wurde. Und dann die letzte Aktion von mir, ein Kumischen auf der Linie, der sagt, Freistoß, einer läuft rein, geht aber klar nicht zum Ball. Der Rex Machen, der stand mir ja nicht im Abseits. Gut, ist halt so. Ja. War das jetzt aus Johannesberger Brille oder war das? Nein, also, man muss immer ganz klar sagen, wenn wir das Spiel verlieren, verlieren wir es, weil wir wirklich eine ganz, ganz schwache erste Halbzeit gespielt haben. Aber für mich waren es zwei Fehlentscheidungen, ne? Wobei die eine kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, die Abseitssituation. Die erste war für mich klar aus meiner Sicht. Und von daher müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Okay, gehen wir mal eine Klasse tiefer, da bist du auch wieder der gefragte Mann. Du warst in Elders gegen Einzel, 1-1. Eine relativ schwere Knieverletzung von Lukas Reich. Ich habe mit ein paar Einzeller gesprochen, also das ist gut. Es sind nur noch zwei Spiele dieses Jahr wahrscheinlich. Mhm. Das wird nichts mehr dieses Jahr. Dazu die rote Karte gegen Benne Müller, glaube ich. Ne? Ja. Wie hast du das Spiel gesehen in Elders? Ganz komisch, also der Platz ist halt wirklich, also der Platz trägt dazu bei, dass halt Fußball schwierig ist. Oder? Daniel Stürmer hat es gesagt. Ja, ja. Klein, eng, schief, das Problem bei denen war, dass die Zulaufzeit bergauf gespielt haben. Dass man in der Gruppenliga sagt, man hat bergauf gespielt, aber es ist ja wirklich so, ne? Und Einzel ist relativ wenig eingefallen und das Spiel war wirklich, also immer wieder so viele Unterbrechungen, viele Fouls. Für mich war die erste gelb-rote Karte eine klare, also Juni Müller kann wirklich nicht dazu, dass er ihn, also der kreuzt ihn weg und er zieht noch zurück und dann gibt er gelb-rot, für mich total unnötig. Die zweite gelb-rote, ich saß dann neben... War auch gelb-rot? Nee, die zweite war glatt-rot. War glatt-rot, okay. Da saß ich neben Juni Müller und sagte, oh, da geht er halt schon mit gestreckten beiden Beinen rein, er spielt zwar auch einen Ball, aber das kann man nachvollziehen. Aber an sich hat sich eigentlich sehr, sehr schwer getan. Ich dachte eigentlich, sie gewinnt es noch, weil so Spiele, ne, also es war dann wirklich total perplex, es waren 8 gegen 11. Und die rennen immer noch mit einem Mann nach vorne, ne? Mit 8 Mann. Also wo du eigentlich denkst, normalerweise drückt Elders ja auf Sieg und Elders wirklich bei jeder Aktion Zeit rausgenommen, den Punkt nehmen wir mit. Und eigentlich mit 8 Mann, ne? Und du weißt, wenn da 4 Mann vorne stehen, sind ja nur noch 4 am Feld. Also es war, nee, nimmer. Feldspieler sind ja sogar nur noch 3 im Übrigen. Also es war wirklich, sehr interessant, aber müssen beide mit zufrieden sein mit dem Punkt. Ja. Thalau ist jetzt auch wieder dabei. Kreisoberliga Süd waren auch zwei Eichenzeller Vereine involviert. Ein Topspiel, was heißt ein Topspiel? Es war eigentlich kein Topspiel. Lütter, Max, sei schon Ralf, voller Haustür. Ja, wenn ich mal so ein Strich werde wie der Maxi, dann, meine Herren, da geht noch ein bisschen was ins Land hier. Na, also Lütter, Löschenrot, war kein Topspiel, ganz sicher nicht. 6-1 sagt alles. Und wenn ich dann wirklich davon reden muss, dass Lütter schlecht war, dann weiß man, wie schlecht Löschenrot war. War auch kein. War 90 Minuten überhaupt kein tolles Spiel. Aber ich glaube, viel mehr gibt es zu reden über den Johann Sautner. Der ist wohl nach dem Heimspiel gegen Steinau einfach abgehauen. Ist nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt worden von Toni Rausch. Dann hatte ich Sachen gepackt. Ich habe ihn gestern in Engelhems gesehen am Sportplatz. Ja, hab natürlich gleich drauf angesprochen. Ja, er muss zum Essen bei den Schwiegereltern. Ne? Hat er gegrinst dabei. Also es gibt da wohl ein Gespräch. Heute Abend, ne? Muss wohl ein Gespräch stattfinden zwischen einem oder mehreren Vereinsvertretern und Johann Sautner. Und danach weiß man mehr. Er soll sich wohl bei der Mannschaft entschuldigen, dass er abgedampft ist einfach und nicht geblieben ist, weil man hätte ihn ja auch wieder einwechseln können. Und das will er wohl nicht machen. Ob das jetzt so stimmt, werden wir sehen. So ist der Stand der Dinge. Also Johann Sautner erstmal nicht mehr für Löschenrot. Das tut natürlich weh. Ja, Engelhems hat er damals auch wehgetan, wo er dann weg ist nach Löschenrot. Da warst du gestern, Schlammschlacht von... Unfassbar. Engelhems gegen Marbach, 3-3, aber geiles Spiel. Ne? Also ich habe es überhaupt nicht kapiert, wie man das Spiel anhalten kann. Normalerweise lässt man so ein Spiel ausfallen auf so einem Boden, aber im Nachhinein war es natürlich das Beste, was passieren konnte. Das war eines der geilsten Spiele seit langer Zeit. Die sahen aus wie Schwein. Du kannst es nicht vorstellen, wie die durch den Matsch gerobbt sind. Ein mega Spiel mit Chancen ohne Ende, mit Zweikämpfen ohne Ende, 9-mal gelb. Haben ein paar Mal auf den Schiri geschimpft. Es gibt immer in der Liga, wenn du alleine fallst, 3-4 Situationen, wo du vielleicht auch anders fallen kannst. Ich finde, er hat es gut gemacht. Eigentlich hätte ich gewettet, nach 35 Minuten, dass das niemals 11 gegen 11 ausgeht. Ne, dass da noch was passiert. Und dann natürlich 3 Tore von dem Manuel Kircher.
zu seinem Geburtstag auch noch. Also wirklich, wirklich klasse. Also wirklich, war ein Top-Spiel. Mehr Spaß kann man gar nicht haben, auch wenn alle sacknass waren. Ich habe mir vorher die A-Jugend angeguckt. Da hat schon schön in die Tribüne reingeregnet in Lenartz und war ich schon schön nass und dann noch nach Engelhems und da ging es weiter. Schirm ist mir gleich um die Ohren geflogen und ja, und dann ging es weiter. Nicht das hat sich noch ein bisschen, ja. Das hat sich dann war echt Werbung, absolute Werbung für den A-Liga-Fußball. Ja. Also ein Thema dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall vergessen, das ist Bronzel 2 gegen Sickels in der A-Liga Fulda. Nach 60 Minuten 0-5. In der 65. fällt es 1-5 und am Schluss gewinnt Bronzel 6-5. Habt ihr sowas schon mal gehört? Miterlebt wahrscheinlich schon gar nicht, oder? Also Deutschland-Schweden mal 4-0 verspielt. Das war, ja, glaube ich, meine spektakulärste Erfahrung in der Hinsicht. Aber so ein Ding zu verlieren. Selbst das kann er nicht mithalten. Ja. Nee, nicht mal ansatzweise. Aber das, ja, irgendwo ist da vielleicht Arroganz oder Überheblichkeit auch im Spiel gewesen und dann hat man, ist, hat das Ding seinen Lauf genommen. Bei aller Arroganz kann ich doch nicht in 21 Minuten 6 Buden kassieren. Normal nicht. Man fühlt sich ja manchmal schon beim 2-0 richtig sicher und denkt, das Spiel ist gelaufen. Und wenn man 5-0 führt, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Ausnahme. Aber das spricht auch für Bronzell. Ja, keine Frage. Jetzt mal davon abgesehen, dass man überhaupt nicht weiß, ja, was wirklich passiert. Ja, und mich interessiert, wann so bei den Mannschaften der Glaube kam, dass das noch kippen könnte. Ja. Weil beim 5-1, naja, okay, ne? 5-2, naja, so bisschen, ne? Ja. So beim 3-5 denkst du, naja, also, okay. Ne, irgendwann muss ja mal, irgendwann muss ja der Moment gewesen sein, oh, hier geht ja echt was, weil wenn du 5-0 führst. Also unfassbar. Unfassbares Spiel und da werden wir mit Sicherheit dann nochmal die Woche drauf eingehen und werden nochmal was schreiben. Weil das ist ja wirklich ein absolutes Highlight gewesen. Eins müssen wir auch noch, das dürfen wir auch nicht vergessen. Frieden 2 gegen Niederzell. Das kriege ich Ärger. Ja, Spitzenspiel, Arschlüchtern. Ja gut, das haben sie ja verdient. Also, ja, haben sie auch verdient. Ja. Niederzell ist das erste Mal verloren. Frieden jetzt 15. Die haben nur das zweite Spiel in Niederzell verloren. Verloren. 14 Mal gewonnen. Ja. 14 Mal am Stück, also irre. Also ja. Das sind zwei super Mannschaften, aber stand nach 25 Minuten 3-0. Ja. Also die Fliedener am 2. ist ja wieder auf dem besten Weg zurück in die KHL zu kehren, weil die Mannschaft irgendwie, die jungen Leute, dann sind halt so 2, 3 erfahrene Recken und es passt halt. Ne? Und die halten gut zusammen und Sascha Gies hat es auch im Griff, auch wenn er nicht mehr selber so oft Lust hat zu spielen. Aber ja, und gegen Niederzell guter Kunstrasen, war klar, dass das schwer wird. Ja, geiler Schachzug natürlich, was heißt geiler Schachzug? Die spielen, spielen ja immer auf Kunstrasen, die zweite. Ja. War auch die Antwort, ich hatte ja am Freitag nochmal mit ihm gesprochen, mit Sascha vom Spiel. Und haben wir ein kleines Interview in der FZ gehabt und da bin ich gefragt, Rasen oder Kunstrasen? Und da kam nur Kunstrasen. Ja. Punkt. Sarah, das war die kürzeste Antwort, die ich seit langer Zeit gelesen habe. Ja. Kunstrasen, fertig. Und war ein cleverer Schachzug und wirklich sind da anscheinend gut dabei. Haben gute Jungs da mit dem Janik Schneider und noch mehrere. Also das sieht echt gut aus. Ist gar nichts. Ja, ich denke, das war's für heute und wollen wir hoffen, dass es nicht zu viel regnet in der Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Gut.